Erstmal schönen guten Tag an alle und begrüße Sie zu dem Vortrag Der lange Weg. Der lange Weg hört sich zwar ein bisschen schräg an, der Umstieg von Windows auf Linux kann wesentlich schneller gehen, aber es kommen ja immer viele Dinge dazu, warum es manchmal einfach ein bisschen länger dauert. Zu meiner Person, ich bin Fachinformatiker, Anwendungsentwickler seit 20 Jahren, habe mich auch kurz nach der Prüfung selbstständig gemacht und habe am Anfang so alles Mögliche übernommen, was ich mir zugetraut habe. Schon während der Umschulung war ich einer der wenigen Schüler da, die rein auf Linux sich alles beigebracht haben. Ich bin kein Digital Native. Ich habe mit 33 zum ersten Mal oder mit 30 Jahren das erste Mal vom Computer gesessen, so wirklich, und habe die Umschulung gemacht. Ja, und so fing das dann an mit meiner Selbstständigkeit. Und seit 2016 ist mein Kerngeschäft die Entwicklung und Vertrieb von Qvitendo, einem Open-Source-ERP-System mit Buchhaltung und allen möglichen Prozessen, die man im alltäglichen Geschäftsprozess so braucht. Und heute erzähle ich davon, wie ich bei der Trashpflege GbR, das ist ein Saatgutversandbetrieb, bestehend aus mittlerweile 18 Anbauern und Anbauerinnen bundesweit, die sich zu einer GbR zusammengeschlossen haben und haushaltsübliche Portionen an Saatgut ausliefern und verschicken. Es ist ein Betrieb, der seit über 30 Jahren im Konsensverfahren die Abstimmungen macht und macht auch politische Saatgutarbeit zu Gentechnik oder was es sonst noch gibt auf dem politischen Markt generell. Der Trashpflegelversand ist in Witzenhausen. Trashpflegel wurde gegründet 1992. Meine Frau, deswegen arbeite ich auch da, war Mitbegründerin dieses Betriebs. Und 2002 ist der Versand nach Witzenhausen gezogen. Heutzutage hat er 10 feste Mitarbeiterinnen über das ganze Jahr. Und in der Saison von Januar bis April sind da 30 Leute mehr, die dann den ganzen Saatgutversand managen und abwickeln. Und es werden so 40.000 Bestellungen pro Jahr gemacht. Das bedeutet, in den ersten 3 Monaten sind das teilweise bis zu 1.000 Bestellungen pro Tag. Schwankt so ein bisschen. Auf jeden Fall ist es eine ganze Menge, die da abgearbeitet werden müssen. Der Kundenstamm ist mittlerweile auf gut 220, ich glaube mittlerweile sogar ein bisschen mehr gestiegen. Und das meiste kommt über einen Webshop rein. Als ich dann 2003 das Netzwerk übernommen habe, gab es da noch nicht so viel, aber es war fast 100% Microsoft-Software, proprietäre Software und 100% auf jeden Fall Windows. Und heutzutage sind wir bei fast 100% Open Source und fast 100% Linux. Fast, da komme ich ja jetzt zu. Das ist ja der lange Weg dahin. So, es gibt halt immer so ein paar Hürden. Das war 2003, wie ich es vorgefunden habe. 2000, zu der Zeit gab es 2 bis 4 Mitarbeitende. Es gab 2 Windows 2000 PCs, davon war einer der Quasi-Server. Es gab Amicron Factura für die Bestellwesenabwicklung mit einer Firebird SQL-Datenbank und eine Datensicherung, die ab und zu mal auf Diskette mit nach Hause genommen worden ist. Und die Bestellungen lagen bei 5.000 bis 7.000 Bestellungen. Nein, ganz normale Diskette hier, was im normalen Diskettenlaufwerk ist. Das hatte da noch gereicht zu der Zeit. Ja, es waren halt ein paar mehr Disketten, aber so war es halt damals. So, in der Zeit von 2004 bis 2012, als ich dann da hauptsächlich
für verantwortlich war, habe ich einen Samba-Domain-Controller eingeführt. Es war schön, dass Amicron Factura mit Firebird SQL gearbeitet hat. Das lief zumindest auch auf dem Linux-Server. Wir hatten damals schon sehr viel Schwierigkeiten mit Spams aller Art, weil wir hatten eine Info-Ad-Adresse und auch wenn es noch nicht so viele Bestellungen waren, kamen doch relativ viel Spams rein. Also hatte ich auch einen eigenen Mail-Server zu der Zeit noch da eingerichtet. Die Datensicherung haben wir auf ein Band gelegt, das jeden Tag ausgetauscht worden ist und mit nach Hause genommen worden ist. Ein Hyla-Fax-Server, zu der Zeit wurden noch wesentlich mehr mit Fax gemacht. Der Hyla-Fax-Server, irgendwie traue ich dem noch nach. Ich habe lange daran gearbeitet, bis der ordentlich lief, aber dann lief der, ohne dass ich jeweils wieder dran gemacht habe. Es war irgendwie ein schönes Ding. Ja, zur Zeit kam dann auch irgendwann eine Telefonanlage rein und die Bestellungen lagen bei 2012 dann bei 22.000. Also es ist kontinuierlich um 3 bis 7% pro Jahr gewachsen in der ganzen Zeit. So, und zu der Zeit proprietäre Software, Microsoft Office 2000, Amicron Factura, PageMaker für die Katalogerstellung, eine Banking-Software, Lexware nochmal für die Buchhaltung und Lohnbuchhaltung, Acrobat und Photoshop auch für die Kataloge und natürlich bei Windows auch ein Virenprogramm. Man muss dazu sagen, die Mitarbeitenden bei Trashflegel, die sind sehr konservativ oder ist wahrscheinlich bei vielen so, es soll alles besser bleiben und es soll nie was anders werden. Deswegen haben wir auch sehr lange mit Microsoft Office 2000 noch gearbeitet und die Updates wurden immer sehr, sehr spät gemacht, also so, dass man ja nicht zu viel Veränderung auf einmal hat. So, 2013 bis 2015 habe ich das Netzwerk auf Proxmox umgestellt und habe Server virtualisiert angefangen. Es gab dann eine VM für Lexware, die Pro-Version und für ein Microsoft-Antivirus-Programm. Und die alte Hardware-Serverung, die wurde jetzt mit Datensicherung, mit Backup-PC und Wechsellaufwerk bewerkstelligt. Also ich hatte schon alles auf der Serverseite zu der Zeit auf Open Source umgestellt. Und die Bestellungen waren jetzt bei 30.000 Bestellungen, ein paar mehr Euro, sind halt immer kleine Bestellungen, haushaltsübliche Bestellungen, deswegen sind das auch relativ viel. Ja, und Amicron Factura ging so langsam in die Knie. Es wurde immer langsamer, die Buchhaltung hat angefangen samstags zu arbeiten, weil sie sich mit dem normalen Bestellwesen in die Quere kam und wir hingen mit allen Sachen weit hinterher und fingen an, uns Gedanken zu machen, ja, dass sich da wohl was ändern muss in nächster Zeit, sonst kann es so nicht weitergehen. Wobei die Veränderungen waren auch schon in den Jahren davor, also es war nicht der erste Gedanke daran, aber mittlerweile wurde es konkret, wir müssen was tun, eine Veränderung. Aber in der Zeit kam auch die Umstellung auf Windows 7 und mit der Umstellung auf Windows 7 musste man sich auch von Microsoft Office 2000 verabschieden. Das lief dann einfach nicht mehr. Und da gab es die Möglichkeit, auf LibreOffice umzusteigen. Weil ob man nun von dem einen aufs andere umsteigt und man lernt neu oder von dem auf dem und man lernt neu, da war auf jeden Fall jetzt auf einmal eine Offenheit da, auf LibreOffice umzusteigen. Und da war schon mal eine Hürde so ein bisschen genommen, da weiterzumachen. Amicron Factura lief noch, mehr schlecht wie recht. Banking-Software, Lexware, ja. Und wir mussten 4 XP-Rechner behalten für PageMaker, weil die Kataloggruppe noch nicht umstellen wollte auf irgendwas anders oder sich Gedanken machen wollte. Ja, die haben wir dann halt behalten für den Katalog und für die Tüten. Und dann ging das weiter, dass wir evaluiert haben, welche Software wir nehmen. Ich habe ja schon seit Anfang an mit Kivitendo gearbeitet.
war auch die Jahre davor hin und wieder mal auf dem Kiwitendo-Anwendertreffen. Am Anfang, ja vor 5 Jahren vorher, also 2010, 2008, hätte ich mir es nicht vorstellen können, Dreschflegel mit Kiwitendo zu versorgen. Dann war ich mal auf Anwendertreffen, habe gesehen, welche Firmen mit Kiwitendo arbeiten. Und dann hatte ich gar nicht mehr so eine große Angst davor. So. Also sind wir mit den Kiwitendo-Leuten in Kontakt getreten, haben gesagt, hier, so sieht es bei uns aus. Wir wollen gerne mit Kiwitendo arbeiten. Wir haben uns noch eine andere Software angeguckt. Das war eine kleine Software-Schmiede aus Nordhessen. Die haben was geschrieben in Assembler C und mit einer DOS-Oberfläche. Das Ding war super schnell, aber es konnte sich keiner der Mitarbeitenden vorstellen, jetzt wieder mit einer DOS-Oberfläche zu arbeiten. Also fliegt das raus. Aber bei Kiwitendo gab es so ein paar Mängel. Schnelle, effiziente Eingabemasken gab es damals zu der Zeit nicht. Es ist eine Webbrowser-Anwendung und die haben sich nach jeder neuen Positionszeile die Maske neu aufgebaut und bei 100 Positionszeilen hat das schon mal eine Weile gedauert. Wenn wir jetzt schon umstellen, dann wollte man natürlich auch so Vorzüge haben wie eine Massenverarbeitung von Lieferscheinen und Rechnungen. Bei 700 Bestellungen pro Tag ist man wesentlich schneller, die Bestellungen ins System einzugeben, wie die Päckchen zu packen. Und so waren immer viele tausend Rechnungen teilweise schon im Vorfeld fertig geschrieben, aber wurden noch nicht gepackt. Und bei dem alten System wurden dann immer 300, 400, 500 Rechnungen genommen davon, das Datum aufs aktuelle Datum gesetzt und die Rechnung neu geschrieben. Und jede Rechnung einzeln angefasst. So. Ging auch relativ schnell für die Leute, die es konnten, aber solche Vorzüge wollten wir natürlich gleich auch haben. Und das hat uns die Richardson und Büren GmbH, heute sind das die Kiwitendo GmbH und die Kiwitech GmbH, haben uns diese Funktion geschrieben und ich habe die Online-Shop-Anbindung an Shopware 5 geschrieben. Das war so meine erste Erfahrung mit Kiwitendo-Programmierung und in der ganzen Programmierung und Anpassungssachen konnte man natürlich einige Sachen einbringen, die uns das Leben dann doch wesentlich vereinfacht haben. Also das war schon mal gut, die Einführungsphase in 2016. Wir sind im Sommer, als dann die Hauptsaison weniger wurde, sind wir umgestiegen im Juni und wir haben nach 2 Wochen überlegt, ob wir wieder zurückrudern. Es hat so wehgetan. Von einem System, wo jeder Handgriff sitzt, auf was ganz Neues. Und ja, und da muss ich mal wieder sagen, so eine GbR, die im Konsens entscheidet und man ist nicht alleine verantwortlich für so eine Entscheidung, stärkt einen den Rücken. Also das war richtig gut so, weil alle haben entschieden, wir steigen um auf Kiwitendo. Und es hieß nicht hier, du Werner, hast uns das jetzt alles ausgebrockt, brock uns das auch wieder aus. So. Wir sind dabei geblieben, weiter umzusteigen und haben uns da durchgekämpft den Sommer. Und ja, das war eigentlich dann irgendwann auch ganz gut und es lief alles recht fluffig. Und in 2017 haben die Leute immer noch gemerkt, oh, das dauert alles so lange und das ist viel langsamer wie vorher. Und die Leute haben aber auch immer aufgeschrieben, wie viele Stunden sie am Tag mit irgendwas verbraucht haben. Also wie viele Stunden Auftragsverarbeitung wurden gemacht, wie viele Stunden Buchhaltung wurden gemacht, wie viele Stunden Kundenpflege wurden gemacht. Und in der Auftragsverarbeitung hat im Nachhinein der Blick von Januar, Februar 16 und Januar, Februar, März 17 gezeigt, die Auftragsbearbeitung mit Kiwitendo, die Aufträge wurden mehr. Und die Bearbeitungszeit deutlich weniger. Gefühlt hat sie es genau andersrum. So, es dauert alles viel länger, die Wege sind länger, aber tatsächlich war es wirklich so, dass wir 1,5 Arbeitsplätze eingespart ist ein bisschen blöd, weil die Arbeit ist nicht da weggelaufen, sondern wurde einfach, man konnte Sachen machen, die vorher liegen geblieben sind. Also insgesamt 1,5 Arbeitsplätze eingespart haben bei mehr Auftragsvolumen. Ja, und das war natürlich für mich und für die ganze Umstellung erstmal so, es läuft. Das war schön. So, dann sah das auf der kleinseitigen Softwareseite auf einmal so aus.
Office war raus, Amicron Factura war raus, Banking und Lexware waren noch auf zwei Rechnern aktiv und Virensoftware gab es natürlich auch noch. Und es gab immer noch die vier Windows XP Clients 2017. Die wurden, also drei davon wurden immer im August rausgeholt, ein Büro umgeräumt und die Redaktion hat gearbeitet. Wenn sie fertig war, nach 2 Monaten wurde nie wieder eingepackt und ich habe jedes Jahr gehofft, dass sie nächstes Jahr noch laufen. Die durften nicht ins Internet und gar nichts. Die waren nur dafür da, diesen Katalog zu erstellen. Ja, und dann gab es so, ich kaufe immer oder damals eine Mitarbeiterin gebrauchte Hardware gekauft, für die Clients, nie irgendwie was Teures, sondern lieber eher was Günstiges, Gebrauchtes, noch Gutes. Gibt ja diverse Anbieter, die das anbieten. Und dann hatte die einen Rechner gekauft, wo Microsoft Windows 7 Home-Version drauf war. Den konnte ich natürlich nicht ins Netzwerk einbinden und habe dann Linux da drauf gemacht. Weil für die Auftragsbearbeitung und das alles war es ja ausreichend. Und dann war der erste Linux-Rechner im System. Die Mitarbeiterin, die den Rechner bestellt hatte, saß dann auch mal an dem Rechner und sagte dann zu mir: Werner, hier, ich möchte das auch haben. Dann kam der zweite Linux-Rechner rein. So, und weil die hat es einfach, fand es schön bei Linux, ich kann mir oben, habe mehrere Arbeitsflächen, ich habe oben eine Arbeitsleiste, unten eine Arbeitsleiste, ich kann mir das einfach so einrichten, wie ich es will und bin da nicht irgendwo abhängig von dem, was mir da vorgegeben ist. Und ja, die hat das auch so richtig ausgenutzt, das Linux. Linux Mint habe ich damals genommen. So. Ja, da steht sie. Ja. So, 2018 kam dann wieder ein neuer Surfer rein, wurden wieder mehr Bestellungen, wurden wieder mehr und mehr. Der alte Surfer, ja, kam so langsam an seine Grenzen. So, ich habe Samba 3 auf Samba 4 Active Directory umgestellt. Zuerst hatte ich dann die ganzen Rechner auf Linux Mint umgestellt, aber dann habe ich das Linux Terminal Server Projekt eingebunden, erst in der Version 5, jetzt in der Version 19 und habe dann die ganzen Rechner einfach nur noch per Netzwerk booten lassen und die holen sich ihr System vom Linux Terminal Server Projekt und ja, läuft alles super. Und Anmeldung über ein AD, Dateifreigabe über ein AD, das hat mich ein bisschen Gehirnschmalz und Recherche gekostet, wie das alles funktioniert. Aber das ist mittlerweile so stabil, dass das alles sehr gut läuft und die Dateifreigabe, dass man die Rechte auch jetzt über den einen Windows-Rechner setzen kann, die eine Mitarbeiterin, die sich dann mehr um das Rechtesystem kümmert. Die kann das dann halt selber machen und ich brauche da auch nicht mehr so viel einzugreifen. Dann sah das Ganze 2019 so aus: Givitendo war Open Source, LibreOffice war Open Source, Jamaica Hibiscus hat die Banking-Software abgelöst, heute auch in der Server-Version. Das heißt, ich habe an mehreren Arbeitsplätzen dieselben Daten. Und für Adobe Photoshop wurde GIMP eingesetzt. Da jammern zwar die Leute noch so ein bisschen, aber sie haben sich mit abgefunden, weil so viel Bildbearbeitung machen wir nicht. Also es ist hier und da mal ein bisschen, aber ist jetzt keine professionelle Bildbearbeitung. Ja, und das Jamaica Hibiscus als Banking-Software habe ich selbst, benutze ich selber und ich habe erst dieses Jahr diese Server-Version entdeckt oder eingesetzt und wir haben ja, ein zweites Problem, dass zwei Buchhaltungsmitarbeiter vorher immer unterschiedliche Daten haben, haben wir damit auch gelöst. Somit war das eigentlich alles gegeben und ich wäre jetzt eigentlich fertig gewesen. Ich habe es meist auf Linux umgesetzt. Ich habe noch einen Windows-Rechner für Lexware, für die Lohnbuchhaltung. Ich habe noch nichts Vernünftiges, Linux-mäßiges für Lohnbuchhaltung gefunden und ja, der läuft halt heute auch noch.
Das wird auch erstmal so bleiben, das zu den fast 100% Linux. Es gibt halt noch hier und da. Aber was immer noch lief, diese vier Windows XP Clients. Und 2020 habe ich gesagt, ich mache es nicht mehr mit. Ich will nicht, also ich habe mittlerweile angefangen zu schwitzen. Wenn das Ding abbraucht, dann ist eh alles im Arsch so. Jetzt kriegen wir nicht wieder hin und dann haben wir uns Anfang 2020 damit auseinandergesetzt, was wir denn tun können. Und ja, die Redaktionsleute waren endlich auch dafür bereit, da eine Veränderung zu machen. Und wir haben uns Scribus angeguckt als Open-Source-Lösung und Speedata als Open-Source-Lösung. Wir haben niemanden gefunden, der uns in Scribus so weit unterstützt, dass wir da Database-Publishing mitmachen können. Und bei Speedata haben wir zwar den Entwickler gefunden und wir hätten auch sofort mit ihm zusammengearbeitet, aber Speedata ist LaTeX und du hast nur eine LaTeX-Datei hinterher und du hast kein What you see, it, what you get. Und da konnten sich die Leute das nicht so richtig mehr vorstellen, da die Endredaktion und die Millimeterarbeiten mitzumachen, die sie so gerne machen. Und einfach nur einen Katalog, der ausgespuckt wird, wollten sie auch nicht. So. Und dann war aber immer noch die Frage, wir brauchen was, was auf Linux läuft. InDesign, Quark Express kommt dafür nicht in Frage, auch viel zu teuer. Und dann haben wir Viva Designer gefunden. Aus Koblenz eine Firma, die ein Database Publishing Programm geschrieben hat, was ich nicht hinter InDesign verstecken muss, deutlich billiger ist und ja auch eine gute Unterstützung bietet und uns dann da geschult hat. Allerdings, also das Viva Designer Programm, wo man die Endarbeiten mitmacht, läuft auf Linux. Der Viva Designer Server, der die Daten verarbeitet und diese Datei oder ein PDF ausspuckt, braucht einen Windows-Server. Konnten wir uns aber darauf einlassen und dann sind wir auf Viva Designer umgestiegen und arbeiten heute da auch noch mit. So, und dann sieht das jetzt heutzutage so aus. Kiwitendo wurde soweit aufgearbeitet, dass es die ganzen Daten fast, die jetzt für Katalog und Tütendruck gebraucht werden, was nochmal einiges war. Und über den Viva Designer kommt der Katalog raus und über LaTeX werden die Tüten gedruckt. Es kommt ein PDF raus, da wird der Inhalt, was auf der Tüte ist, dann praktisch auf diese kleinen Tüten gedruckt. Und somit haben wir jetzt alles umgestellt, dass wir vernünftig arbeiten können. Die Windows XP-Rechner, einer läuft heute noch als Client fürs LTSP. Ich glaube, der ist mittlerweile 16 Jahre alt, der Rechner, läuft aber immer noch. Der hatte schon Bit 64, die anderen hatten noch Bit 32, die habe ich entsorgt. Ja, und es war, ja, es ist gut, es läuft, es ist schön. Wir können alles machen, es läuft alles relativ flott. Und es ist eigentlich jetzt vorbei. Wir haben umgestellt. Wir haben jetzt noch einen Viva Designer Windows VM, wo Viva Designer Server drauf läuft und einen Windows Rechner, wo der Druckertreiber für den Rico Superdrucker, Industriedrucker läuft. Den habe ich nicht auf Linux zum Laufen gekriegt. Und noch ein Windows-Client für die Lohnbuchhaltung. Und dann kam 2021, Corona. Auf einmal 45.000 Bestellungen. Die Leute wollten alle nur noch in den Garten gehen. Im Betrieb mussten Videokonferenzen, Abstandsregeln, Homeoffice eingehalten werden. Mitarbeiter sind krank geworden. Wobei man muss sagen, im ersten Jahr hatten wir sehr viel Glück, weil diese ganzen Desinfektionsmaßnahmen, die haben wir schon in den Jahren davor, Januar, Februar, März gemacht, weil wenn da 20, 30 Leute arbeiten, bringt immer irgendwelche Viren mit rein und eine Mitarbeiterin hatte schon die Jahre davor immer mal zwischendurch alle Handläufe und alle Türgriffe desinfiziert. So waren solche Sachen schon mal gegeben, aber Abstand,
mehr Bestellungen. Das war alles schwer zu bewältigen. Was haben wir gemacht? Wir haben Öffnungszeiten für einen Online-Shop eingeführt. Morgens um 6 hat er aufgemacht und hat 250 Bestellungen hat er zugemacht. Das war auch schon mal um 6:30 am Anfang. Einfach um das alles managen zu können. Kann's ja auch nicht, wir hätten ja auch alles durchlaufen lassen können, aber dann hätten die Leute 5, 6 Wochen, 8 Wochen auf ihr Saatgut gewartet. Deswegen haben wir da halt schon mal was gemacht. 4 anstatt 2 Schichten und zwischen den Schichten immer alles desinfiziert. Die Leute, die in den Schichten gearbeitet haben, haben sich über Tafel Botschaften geschrieben, weil das ganze Soziale fiel irgendwie weg, was vorher da war. Die Leute haben sich vorher in den Schichtpausen getroffen, haben nochmal zusammen gegessen oder nicht. Ja, Big Blue Button haben wir uns was gemietet, dass wir die Videokonferenzen gemacht werden konnten. Die 18 Teilhaber und die Crew aus dem Versand, die machen zweimal im Jahr Gemeinschaftstreffen, 3 Tage lang, normalerweise in Präsenz. Das war jetzt vor Ort, da werden so die wichtigsten Sachen besprochen und auf den Weg gebracht. Anschaffung von Headsets und Webcams, die irgendwo ausverkauft war, wo wir aber auch noch Glück hatten, was zu kriegen. Ja, und gebrauchte Laptops für die Homeoffice und da habe ich dann X2Go gefunden, sodass die X2Go sich an dem Terminal-Server anbinden konnten und ihre Arbeitsfläche dann zu Hause gefunden haben. So, und ja, teilweise wird das heute noch genutzt, alles. Ja, manches haben wir übernommen. Es werden auch immer noch Videokonferenzen gemacht. Nicht mehr ganz so viele, aber auch immer noch. Und ja, so haben wir das ganz gut überstanden und sind in 2023 angekommen. Und es gab dieses Jahr wieder einen neuen Server. Und da laufen jetzt, also insgesamt bin ich da jetzt am Umbauen, aber insgesamt haben wir jetzt einen Windows-VM für Viva, zwei Kiwitendo-VMs für Produktiv und Entwicklung, DC- und File-Server, einen Terminal-Server, einen VPN-Server. Und ich habe jetzt mit Containern angefangen und habe da den ersten Jamaika-Hibiskus-Server dran. Dann haben wir 2 Windows 10 Clients für die Lohnbuchhaltung und den Tütendrucker, wie ich das sagte. Und ja, 15 Terminal-Server-Clients und 5 Homeoffice-Clients. Und seit diesem Jahr mache ich die Datensicherung übers Netzwerk. Ich habe einen Backup-Server bei mir stehen und ziehe das darüber. Und jetzt bei der Umstellung stelle ich noch einen dahin, dass die sich auch nochmal gegenseitig sichern. So. Das war es dann soweit, dass wir ja, jetzt heute hier sind und ich mich auch getraut habe, diesen Vortrag zu machen. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. So, ja, jetzt die Dankeschöne erstmal an euch fürs Zuhören und dann ja an unser Kiwitendo-Partnernetzwerk. Wir sind ein Partnernetzwerk, unterstützen uns gegenseitig, helfen uns gegenseitig. Ja, manchmal schaffen wir uns auch Aufträge hin und her. Marei Peichel von Pytex für die ganze LaTeX-Unterstützung. Ja, man ruft an, hat 5 Minuten später eine Antwort. Alksik von LTSP. Ich glaube, der Typ macht gar nichts anderes, außer im IRC Fragen zu beantworten. Egal um welche Zeit man da was fragt, man kriegt eine Antwort. Ja, meinen Kollegen vor Ort, allgemein den Entwicklern von Open Source Software. Ein Teil, wir unterstützen auch die Open Source Software, die wir benutzen, finanziell von Trash Flegel jedes Jahr. Geht halt ein Teil immer in irgendwelche Projekte rein. Guckt mal immer wohin. Ja, den Leuten von Viva, den Mitarbeitenden von Trash Flegel und auch meinen Mitarbeitern. Okay, Dankeschön. Und jetzt wäre noch Zeit für Fragen. Genug, ich war schnell genug. Alle Fragen beantwortet. Folie bei Proxmox, hattest du Container aufgeschrieben. Sind das so CI-Container
Das sind Linux-Container. Ja, so wie sie Proxmox anbietet. Da, hier die, ja. Ich stehe mit oder als Selbstständiger vor ähnlichen Problemen, nur dass ich nur mich selber hosten muss und habe für Lohnbuchhaltung gefunden einen Cloud-Service von Sage. Heißt zwar, dass man damit die Daten aus der Hand gibt, im Gegensatz zu Lexware, ja. Aber damit vermeide ich es, die entsprechende Windows-Software auf meinem Notebook haben zu müssen. Ja. Erlaubt dadurch natürlich auch, dass von mehreren Kollegen es gemacht wird. Ja, das. Ja. Ja, ich erlaube mir auch eine Frage zu stellen. Da steht nur ein Proxmox-Server oder so ein Cluster? Nee, ein Cluster habe ich, bin jetzt kein Proxmox-Spezialist, ich habe im Moment laufen drei Proxmoxe da gleichzeitig, also der neue kam erst vor einem Monat rein. Ich bin das ein bisschen am Entzerren, die VMs, weil alles auf einem zu laufen lassen, das war doch, ging auch ganz schön der eine in die Knie. Und ja, ich werde im Endeffekt zwei Proxmoxe da haben. Und vielleicht beschäftige ich mich auch mal mit dem Clustern. Hast du die als, sag ich mal, Single-Node offen oder im HA-Verbund? Nimm als Single-Node. Ja. Forderst du den HA-Mode? Wie gesagt, ich muss mich da erst so ein bisschen mit befassen, was man da noch alles mitmachen kann. Ich, manchmal nehme ich die Ausrede, ich bin nur Fachinformatiker, Anwendungsentwickler. Ja. Ja, okay. Was habt ihr denn für eine Abteilung? Wie lange die laufen? HA-Setups, die Frage, ne? Wie oft geht was, wie oft ist es notwendig, dass eine Maschine ausfällt, wie oft bräuchte man den Cluster? Also bis jetzt habe ich es eigentlich, hätte ich es einmal gebraucht, das war letztes Jahr, da ist mir beim Raid eine Festplatte abgeraucht. Und das Austauschen, ich habe mir eine Sicherung gemacht und mit dem Sicherung hin und her spielen und das auf den anderen zu ziehen, das hat alles ziemlich lange gedauert. Und so jetzt die Festplatte so auszutauschen, ohne eine Sicherung der VMs, habe ich mich nicht getraut. Aber das hat, da hat sich halt festgestellt, okay, da dauert es halt, weil das sind doch einiges an Daten, die da jetzt sind. Und jetzt mit diesem Proxmox Backup PC Server, der dann bei mir läuft, es dauert zwar jetzt so eine VM zurückzuspielen, aber mit dieser Downtime oder halt wenn der Server mal einen Tag ausfällt, das ist jetzt nicht da keine Tragödie, sag ich mal so. So kann auch mal zwei Tage ausfallen. RAID 10, RAID Z, also ZFS RAID. Ja. RAID Z, ja. Ja. Das geht auch alles ohne Downtimes. Ja, es geht alles ohne Downtimes. Mir war es lieber, ich habe da eine Sicherung. Aber ja, wäre jetzt nicht so eine Tragödie, wenn das mal ein Tag oder so ausfällt. Klar, in der Saison, Januar, Februar, März, ist es schon sehr schmerzlich, weil das muss man dann wieder nachholen. Aber so im Alltagsgeschäft können wir durchaus damit leben. Aber trotzdem, das nehme ich gerne mit und ich habe ja jetzt einen Server übrig, da kann ich mir ja noch mehr Spielereien mit überlegen. War die Bereitschaft bei den Mitarbeitenden der Firma von vornherein da oder musstest du viel Überzeugungsarbeit leisten, um das zu machen? Also, als es anfing weh zu tun, war die Bereitschaft da. Es gab Mitarbeitende, die wollten wirklich, dass alles genauso bleibt, wie es ist. So, das konnte ich denen dann halt nicht versprechen. Ich konnte ihnen eigentlich eher das Gegenteil versprechen. Ich habe dann immer gesagt, wenn ich morgens kam, wir sind hier heute bei Alles bleibt anders. So, und es ist eine starke Umstellung und wenn ich jetzt heute komme und sage, hier, da wollen wir eine Veränderung machen, ist die Bereitschaft wesentlich größer.
Also gerade was die Benutzung von Quivitendo angeht, die Mitarbeitende in der Buchhaltung da eine Veränderung reinzubringen, das ist echt hart. So, schon allein, also da bietet Quivitendo wesentlich mehr, wie die jetzt nutzen. Und da komme ich jetzt so langsam dahin, dass da jetzt so die Bereitschaft wächst. So, und dass auch was umgestellt werden kann. Und ich sage aber mal, bei dem Großteil der Leute, die sind mitgezogen und ein Teil, die haben halt mitgepusht und forciert. Und als wir jetzt den Katalog umgestellt haben, da waren die Leute natürlich auch begeistert mit dabei, weil sie selber mit denken mussten und mit dabei sein mussten. Was ist der Trigger? Also welche Argumente kann man eigentlich bringen, um die Mitarbeiter dazu zu bewegen, was anderes zu benutzen? Also es ist ja grundsätzlich schwer, dass man Leute dazu bringt, dass sie mal was anderes auszuprobieren. Das ist der eine Punkt. Und dass es dann bei der Umstellung auch Schmerzen gibt, das ist ja ein ganz anderer. Mhm. Die Leute erkennen immer, ja, es gibt so tolle neue Features, aber dieses eine Feature, das habe ich immer benutzt, das gibt es jetzt nicht. Mhm. Ja, also das ist immer so das große Problem und mich würde mal interessieren, wie bringt man die Leute dazu, das trotzdem zu akzeptieren und nicht ständig die ganze Zeit nur rumzumaulen? Das ist die Frage wieder. Also was bringt die Menschen dazu, bei der Veränderung mitzumachen und nicht rumzumaulen? Und wie erreicht man mehr Akzeptanz für die Veränderung? Wie erreicht man mehr Akzeptanz für die Veränderung? Also hier bei Trashflegel habe ich noch relativ gut. So, und da kann ich mal ein Beispiel aufmachen. Wir haben, Quivitendo bietet die Möglichkeit, einen SEPA-Export, um die Überweisung aus Quivitendo ins Bankprogramm zu überführen. So, und normalerweise kann ich meine Einkaufsrechnung erfassen, mache den SEPA-Export und importiere die in die Bank. Die Mitarbeitende, die macht zuerst die Bankgeschichte und dann gibt sie die Daten in Quivitendo rein. So, weil sie sagt, ich habe doch schon die ganzen Kontodaten, habe ich doch schon alle in meinem Bankprogramm. 3 Jahre habe ich gebraucht. Ich habe sie ja immer wieder gezeigt, 2-mal im Jahr, hier ist doch wesentlich einfacher. Ich habe ihr noch gezeigt, dass viele Firmen auch Zugpferd bieten, wie Quivitendo erstellt Zugpferd. Ich habe jetzt gezeigt, meine Rechnung, klickst du drauf, importierst, da hast du gleich alles drin. Ging nicht. Jetzt haben wir eine Umstellung gemacht, dass die Anbauer alle 10.000 Euro eine Auszahlung kriegen. Und das ist im Endeffekt auch nichts anderes, bloß dass Quivitendo jetzt diese Kreditorenbuchung erstellt und im System hat. Und auf einmal da 10, 15, 18, 18 Kreditorenbuchungen auf einmal drin sind und sie auf den Knopf drückt und sagt, SEPA-Export und ins Bankprogramm importieren. Das geht ja viel schneller. So, also sie hat selbst die Erfahrung gemacht, wenn ich so rummache, geht es schneller und fängt jetzt halt so an, die Einkaufsrechnung erst zu erfassen, dann den SEPA-Export zu machen und dann ist alles im System drin. Warum sie es vorher anders gemacht hat und nicht begriffen hat, sie gibt die Daten ja eh ins System ein. So oder so, die Kreditorenbuchung muss für die Bücherrechnung oder fürs Klopapier muss ja irgendwie erfasst werden für die Buchhaltung. Und dann die Überweisung zu machen. Da rennt man manchmal nur vor Mauern und ich hoffe, dass ich irgendwo immer einen Triggerpunkt finde, wo die Leute dann sagen, okay, ich habe es erkannt, ich habe es begriffen. Ja. Also hier war es wirklich sehr positiv, weil, wie gesagt, das wurde im Konsens entschieden, die ganze Umstellung. Die Leute sind mitgezogen, es hat sich keiner quergestellt. Ich habe auch in anderen Firmen, wo ich Quivitendo eingeführt habe, wenn man sich dann erstmal so gegen die Querschläger noch
behaupten muss, dann wird es nicht mehr schön. So. Ist das bei den Mitarbeitern untereinander? Helfen die sich gegenseitig? Ja. Oder helfen sich eher gegenseitig, wie die Argumente finden, dass sie das alte Nee, sie helfen sich gegenseitig. Also gerade bei Trash-Schlägel, die helfen, da ist das sehr stark. Und so, ja, ein Teil davon ist halt eher konservativ und will bei den alten Sachen bleiben. Ein Teil ist sehr innovativ, möchte gerne Neues machen. Die muss ich dann auch manchmal bremsen. So, die wollen dann, dass Kiwitendo Eier legt oder sonst was. Das ist dann auch manchmal ein bisschen schwierig. Ein Kollege von mir, der sagte mal, das ist so ein bisschen wie ein Bleistift. Vorne die Spitze, das sind die Leute, die die Veränderung wollen, und hinten das Radiergummi, das sind die Leute, die dann ziehen und keine Veränderung wollen. Und die in der Mitte, die gehen einfach mit. So, ja. Und hier, da gibt es auch eine schöne Geschichte zu. Bei diesen GBR-Treffen haben sie irgendwann das Konsensverfahren eingeführt, was sehr schwer war, so vom Abstimmungsverfahren 50-50, also so Mehrheitsverfahren zum Konsensverfahren. Und jetzt war vor ein paar Jahren, hat die Moderatorin vorgeschlagen, dass sie doch ein anderes Verfahren, ich weiß jetzt nicht mehr was. Und der Mensch, der sich halt vor vielen Jahren gegen das Konsensverfahren gewehrt hat, hat dann, können wir nicht lieber Konsensverfahren machen, also wirklich immer bei dem Alten bleiben. Es gibt halt diese Menschen so. Und man muss die irgendwie versuchen mitzunehmen, abzuholen, zu akzeptieren, dass es so ist. Ja. War da noch eine Frage oder? Nee, war es. Okay.